Liebe Freunde, die Corona-Pandemie ist etwas ganz Besonderes. Das Besondere an ihr ist, dass die Medien und die Politik alle Mühe darauf verwenden müssen, die Bürger davon zu überzeugen, dass sie in einer Pandemie leben. Von der Pest über die spanische Grippe bis zu den Ebola-Ausbrüchen in Afrika, das gab es noch nie. Da werden die schon längst Genesenen bei der Gesamtzahl der Infizierten immer noch mitgerechnet, damit die Zahl hoch erscheint und ständig wächst. Da werden die seltenen Fälle schwerer Verläufe lang und breit in den Medien dargestellt, um Angst zu schüren. Da werden alle statistischen Rechenkünste bemüht, um uns weiszumachen, dass die Sterberate in Wahrheit viel höher sei als bei einer Grippe. Und wenn alles nichts hilft, legt die Regierung willkürlich Werte fest, wie etwa die legendären 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche. Bei deren Überschreitung, das ist amtlich der Weltuntergang, unmittelbar bevorsteht. Liebe Freunde, wenn wir tatsächlich eine gefährliche Pandemie durchleben würden, dann müsste man niemanden mit Gewalt davon überzeugen, dass wir eine gefährliche Pandemie durchleben. Dann würden das die Bürger von selbst merken, weil Bekannte und Verwandte in hoher Zahl schwer erkranken sterben würden. Dann müsste man auch keine bußgeldbewährten Schutzmaßnahmen verordnen, weil dann die Bürger schon von sich aus alles tun würden, um sich zu schützen. Wenn man im Restaurant Gefahr liefe, sich mit einem Killervirus anzustecken, dann müsste man nicht die Schließung der Restaurants anordnen, dann würden die Bürger aus freien Stücken einfach nicht mehr ins Restaurant gehen. Wer aber heute auf die Straße geht, der hat keine Angst, sich mit Corona zu infizieren, sondern der hat Angst, ein Bußgeld dafür aufgebrummt zu bekommen, dass er seinen Merkel-Maulkorb nicht trägt. In Schillers Theaterstück Wilhelm Tell steht in Altdorf in der habsburgisch besetzten Schweiz als Zeichen der Unterdrückung der Hut des Landvogts Gessler. Jeder, der daran vorbeigeht, muss den Hut grüßen. Der Freiheitskämpfer Wilhelm Tell aber grüßt ihn nicht und wird dafür verhaftet. Die Maske, liebe Freunde, ist nichts anderes als ein Gesslerhut. Und wir, die AfD, wir grüßen diesen Gesslerhut nicht. So ein Schwachsinn. Ja, hier steht niemand, der sie infizieren könnte und ich muss diese Maske tragen, mein Leben. Aber gut, es geht nicht darum, unsere Gesundheit zu schützen. Es geht nicht darum, Menschenleben zu retten. Glaubt nicht diesen frechen Lügen. Auf der Internetseite der Tagesschau war letzte Woche die Meldung zu lesen, Lockdown zeigt Wirkung. Der Text darunter berichtete nun aber nicht davon, dass irgendwelche Zahlen von Todesfällen und Schwerkranken zurückgingen. Nein, sondern dort wurde davon berichtet, dass die Innenstädte leerer werden, die Auslastung der Busse und Bahnen abnimmt und mehr Leute nun irgendwie von zu Hause arbeiten. Das ist, was der Lockdown bewirken soll. Manchmal entlarven sie sich selbst so gut, dass wir es nicht besser können. Wie beim Exerzieren auf dem Kasernenhof, wo Übungen vollführt werden, die sinnlos scheinen, weil sie einem im Kampf nichts bringen, die aber notwendig sind, um die Disziplin aufrechtzuerhalten, sollen wir durch die Maske nicht unsere Gesundheit schützen. Nein, wir sollen lernen, Anweisungen von oben blind und ohne Nachdenken zu befolgen. Die Regierung nutzt Corona, um uns zu disziplinieren. Sie reizen aus, wie weit sie gehen können. Was wir zurzeit erleben, das ist der größte Freiluftintelligenztest in der Geschichte unseres Landes. Die Versuchsfrage lautet in etwa so: Kann es gelingen, ein ganzes Volk gegen alle Vernunft von der Wahnidee zu überzeugen? Wohl und Wehe der Nation hinge davon ab, welchen Verlauf eine Kurve nimmt, die beschreibt, wie viele Infektionen mit einer Krankheit festgestellt werden, deren herausragendes Charakteristikum darin besteht, in 80% der Fälle völlig symptomlos zu verlaufen. Sie wollen uns Angst machen vor irgendwelchen Kurven, die irgendjemand errechnet. Zuerst war es die Kurve des Temperaturanstiegs. Jetzt ist es die Kurve der Corona-Infizierten. Genauso gut könnten wir beschließen, dass wir einen Lockdown verhängen, wenn der Pegelstand der Saale eine gewisse Marke unterschreitet. Die Kelten lebten in der ständigen Angst davor, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte.
Was das Merkel-Regime zurzeit abzieht, ist nicht besser. Und deshalb fordern wir Schluss mit der Corona-Panik. Hört auf, uns für dumm verkaufen zu wollen. Viele sind ratlos, weil sie merken, dass an der offiziellen Politik etwas nicht stimmt. Weil sie die Lüge ahnen. Wem soll noch getraut werden, fragen sich die Bürger. Leute, vertraut nicht den Institutionen der Regierung, denn sie sind verdorben bis ins Mark. Traut euch selbst. Vertraut nicht den Horrorgeschichten von Corona-Einzelfällen. Vertraut euren gesunden Sinnen und eurem gesunden Menschenverstand. Ja, es gibt einzelne Fälle von schweren Verläufen mit dieser Krankheit. Es gibt Patienten, die beatmet werden müssen. Es gibt aber auch viele andere Lungenkrankheiten, bei denen beatmet werden muss. Leben ist nun mal lebensgefährlich. Ich kenne niemanden, der beatmet werden musste. Ich kenne auch niemanden, der jemanden kennt, der beatmet werden musste. Und ich kenne auch niemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der beatmet werden musste. Ich kenne aber jemanden aus Sachsen, der dort eine Berufsschule besucht, auf der eine Lehrerin ausgefallen ist, weil sie mit einer Lungenpilzinfektion auf der Intensivstation liegt. Die Pilzinfektion kommt daher, dass diese Lehrerin den ganzen Tag brav die Maske getragen hat. Jeder, der noch selbst denken kann, erkennt recht schnell, was die Regierung verordnet, schützt uns nicht. Aber selbst wenn es uns irgendwie schützen würde, so frage ich, was wäre das für ein Leben ohne Reisen, ohne Restaurantbesuche, ohne Sport in der Gruppe, ohne Zusammenkunft und Geselligkeit im Verein, ohne soziale Kontakte. Dieses Leben bestünde nur noch aus Arbeiten und Vegetieren. Und genau darauf wollen uns die Globalisten ja vorbereiten. Das ist der Sinn der Maskenübung. Wir sollen uns als Arbeitstiere damit begnügen, Profit für die internationale Hochfinanz abzuwerfen. Darum geht es. Wenn das normale Leben wieder anfängt, werden die meisten Restaurants pleite sein. Die wenigen, die übrig sind, werden großen Ketten gehören und Wucherpreise nehmen. Flüge und Reisen werden unbezahlbar. Überhaupt Freizeit und Entspannung, der Besuch im Schwimmbad, all das wird sehr viel teurer werden. Wir werden, wenn diese künstliche Krise vorbei ist, unser gutes, altes Leben nicht wiederfinden. Unser Wohlstand wird vernichtet sein. Und genau das ist der Plan dieser Plandemie. Am Anfang der Infektionswelle hieß es, das Virus habe gar nicht das Potenzial, bei ungehinderter Verbreitung durch massenhaften Krankenstand die Wirtschaft zu schädigen, weil nämlich zu wenige Infizierte überhaupt erkranken. Aber was das Virus nicht hinbekommt, das verrichten dann eben die Politiker der Altparteien. Liebe Freunde, ich werde jetzt nicht aufrufen, die Regeln zu brechen, denn das könnte mir als Straftat ausgelegt werden und damit würde ich es ihnen leicht machen, gegen uns vorzugehen. Nein, das werde ich nicht tun. Ich rufe aber dazu auf, nicht an die offizielle Corona-Erzählung zu glauben. Ich rufe euch auf, habt Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Wenn ihr euch auch an die Regeln haltet, dann tut es mit der geballten Faust in der Tasche. Dann tut es eben nur, um keinen Ärger zu bekommen. Ich rufe euch darauf auf, die Regeln zu kritisieren, zu hinterfragen, sie lächerlich zu machen und zu verspotten, wo immer es nur möglich ist. Zettelt spontane Diskussionen an, in der Straßenbahn, auf dem Amt, wo immer ihr euch noch begegnet. Protestiert. Ich rufe dazu auf, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese Regeln zu Fall zu bringen. Klagt gegen die Gerichte, geht vor die Gerichte, wie wir. Bei den Gerichten ist noch Vernunft. Und am wichtigsten, ich rufe dazu auf, keine Partei zu wählen, die für diese Regeln verantwortlich ist. Nieder mit der Corona-Diktatur! Wenn jetzt, nach diesem zweiten Lockdown, ein Hotelier oder Gastwirt tatsächlich noch CDU, SPD, Linke oder Grüne wählen sollte, dann ist ihm nicht mehr zu helfen. Und dann muss er sich den Vorwurf gefallen zu lassen, dann muss er sich den Vorwurf gefallen lassen, er sei ein sehr dummes Kalb. Denn nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Vergesst niemals, wer dafür verantwortlich ist. Vergesst niemals, wer euch das angetan hat. Wir, die AfD in Sachsen-Anhalt, wir haben von Anfang an gegen diesen Corona-Irrsinn gekämpft, im Parlament und auf der Straße. Ich bin stolz, dass die AfD-Fraktion im Landtag, der ich angehöre, Ende April auf dem Domplatz in Magdeburg die erste
AfD-Demonstration gegen den Corona-Irrsinn durchgeführt hat und dass dann in den Landkreisen eine Welle unzähliger AfD-Demonstrationen gegen den Corona-Irrsinn übers Land ging und dass wir hier und heute in Halle wieder auf der Straße sind, das soll uns Mut und Hoffnung geben. Wir werden nicht nachlassen, für unsere Bürger zu kämpfen und das Interesse unserer Bürger zu verteidigen. Wir werden nicht rasten und nicht ruhen, bis diese Corona-Diktatur zu Fall gebracht ist. Nieder mit dem Corona-Establishment, nieder mit der Corona-Diktatur. Ich will enden mit den Worten von Martin Luther. Liebe Freunde, und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es muss uns doch gelingen. Glück auf!